Ja, hallo und recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu Minecraft. Hier wieder mit dem Nahtrock zusammen. Moin, moin. Und ich zocke mit einem anderen Texture Pack. Hab mir gedacht, ich probiere mal ein bisschen was Neues aus, weil so finde ich die Schmiede. Sieht so mit diesem Texture Pack um einiges besser aus. Was meint ihr, meine Freunde? Da es eh noch keine Shader draußen sind, habe ich gedacht, probiere ich mich mal ein bisschen aus mit Texture Packs und so weiter. Und ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gibt ja genug. Kann da noch ein paar ausprobieren. Ich beginne meine heutige Folge mal wieder mit dem Schafe ernten, also beziehungsweise mit dem Wolle ernten. Ja, gefällt es gerade voll gut. Was für eins hast du denn Shaders. jetzt? Kann ich euch sagen? Ovos Rustik. Keine Ahnung. Deswegen, ich kann mir den Namen nicht mal merken. Okay. Einfach mal durchprobieren. Man erkennt ein bisschen schlecht, was man gerade ausgewählt hat, wenn man nur direkt in die Leiste guckt. Aber das ist nicht so schlimm. Okay. Es sieht halt alles ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eher gegen Realistik Ressourcenpack geht es dann eher schon behaupten. Also alles ein bisschen schärfer von den Sachen her. Ja, ich weiß gar nicht mal, das glaube 64 mal 64. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, probiere ich aus. Ja, ich finde, viel mehr braucht man bei Minecraft eh nicht. Also maximal 128. Ich finde, bei allem drüber sieht man nicht mehr wirklich einen Unterschied. Ja. Vielleicht auf einem 4K-Fernseher mit auch 4K-Auflösung. Aber, Ja. so. Die Schafe sind erstmal geerntet. Dann bringe ich noch die Wolle weg. Mal wieder. Ich wollte jetzt erstmal von dem Holz, wo wir da letztes Mal gesammelt haben. Das sehen die Lampen auch wie geil aus, finde ich. Ja gut, das kann ich nicht beurteilen. Das muss ich mir angucken, wenn du es hochgestellt hast. Naja, ja, wir spielen halt oder wir bauen halt eher so auf dem älteren Stile, also jetzt nicht komplett modern und deswegen habe ich halt mal gedacht, ich probiere mal so auch ein bisschen so mittelalterliches Texture Pack aus, obwohl es ja eigentlich nicht mittelalterlich gebaut ist, außer die Schmiede. Ist schon da etwas anders. Eichenholz. So, das Ja. ist. Wo haben wir denn das neue Holz hingepackt? Birkenholz? Hier nicht. Hier Ja, oben. Mann. Akazienholz. Ich nehme mir mal gerade eins raus. Und Schwarzeichenholz. Oh, Männer, Und ich will diese. mal gucken, wie das aussieht, wenn man es hier hinsetzt. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, Schwarzeichenholzbretter habe ich mal eins gemacht. Jetzt mache ich noch Akazienholzbretter. Einfach mal, um zu gucken, wie es aussieht. Huch. Kannst du mal wegwerfen? So, das hier ist Akazienholz. Und das ist das Schwarze sieht cool aus. Obwohl das Klingt aber zum. Akazienholz auch sehr gut aussieht, muss ich Für sagen. so den gewissen Ton. Aber ich muss sagen, dass ich echt mal. Moment. Ja, Was? scheiße. Meine Texturen. Also das Pack ist nicht für die neuen Hölzer gemacht. Ach so, die sehen gleich aus. Wie beim. Ja. Okay, ja, da muss man mal gucken, dass ich das vielleicht irgendwie noch ändere, dass ich da ein Texture Pack finde, das Okay. dafür gemacht ist. Das ist Darf eigentlich ich vereinzelt das ganz geil. Akazienholz verbauen? Ich habe mir auch schon einen Teil rausgenommen, also den Rest kann ich haben. Ich habe mir schon ein bisschen was rausgenommen, so ein Stack. Der dürfte, glaube ich, noch da sein. Weil ich will ja hier vorne die kleine Promenade bauen, die Ja, eigentlich total ich scheiße ist. würde gern mit dem Akazienholz die Mühle bauen, muss ich gestehen. Akazien war das heller, gell? Ja. Würde ich aber nur für so verschiedene Dinge nehmen, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht für die komplette Mühle, oder? Ja, spielst du? Nö, nicht komplett. Wo haben wir denn die Setzlinge hin, die wir mitgebracht haben? Genau in der gleichen Truhe. Nee. Ah, doch hier, Akaziensetzling. Die nehme ich direkt mal mit. Dann kann man direkt mal neue pflanzen. Jetzt ist die Frage, wachsen die überhaupt auf normalem Gras? Und wenn ja, wachsen die auch so komisch oder wachsen die gerade hoch? Weil die sind ja alle so schief gewachsen. Wachsen hier auch. Kann ich mir Gut. nicht vorstellen, dass das begrenzt ist, dass das nur auf Gräsern wegwachsen kann, wo auf 1.7er Version gekommen sind. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, keine Ich kann es Ahnung. mir auch nicht vorstellen, nur es war halt so eine Überlegung. Genauso halt, ob die jetzt gerade hoch wachsen oder ob Kann die sein, auch so ja. seitlich wachsen, weißt du? Mal gucken. So, ich baue hier so eine Promenade, da du ja hier so einen kleinen Markt und so ein Ding gebaut hast. Ja, das ist eigentlich schon ganz schön gut. Mach das, ich werde dich nicht aufhalten.
Sagst du eigentlich zum neuen Kommentarsystem? Ach, hör mir auf. Ich finde ja, also jetzt mich als YouTuber stört es jetzt im ersten Moment nicht, dass mein komplettes Interface anders aussieht. Das mit den neuen Kommentaren finde ich eigentlich ganz cool, weil, also wie die Benachrichtigung für den YouTuber selbst ist. Weißt du, was ich meine? Rotz, dass du sie, ey, das ist total der Rotz. Du kannst nicht antworten über das Fenster, du siehst nicht, was er geschrieben hat über das Fenster. Ja, aber... Schreibst du mal 10 Kommentare, dann blickst du gar nichts mehr, ey. Ja, also aber es ist besser als vorher, wo es dir den Posteingang voll gespammt hat. Nee, finde ich viel geiler. Posteingang hast du gehabt, Posteingang für die Kommentare, dann hast du eine Abgrenzung gehabt für private Nachrichten, früher noch für die Ding, für Videoantworten, jetzt hast du alles in einem Fenster, plopp. Und dann musst du erstmal gucken, was ist jetzt privat, was ist Kommentar und dann... Ja, ich muss immer hingehen, wenn ich einen Kommentar kriege, muss ich erstmal in den Videomanager, dann muss ich erstmal das Video suchen. Dann gehe ich da drüber, gehe ich dann auf das Video drauf, schau mir praktisch mein eigenes Video an oder nicht anschauen, sondern klick halt drauf. Dann gehe ich auf die Kommentare und dann gehe ich auf Antworten und dann kann ich meinen Kommentar beantworten. Yay, geil, das macht Spaß, ne? Hä? Also den Kommentar, ich krieg ja nicht so viele Kommentare, muss ich sagen, die sind ja bei mir eher rar gesät. Okay. Wird jetzt durch das neue Kommentarsystem noch weiter runtergehen, das ist mir klar. Weil einfach nicht jeder Bock hat oder beziehungsweise kaum einer Bock haben wird, dann sein YouTube-Konto noch mit Google Plus zu verknüpfen. Aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich da drauf geklickt und dann wurde er mir direkt angezeigt. Ja, wird mir schon angezeigt, klar, aber ich kann da nicht antworten über das Fenster. Das ist ja gut, das ist klar. Das ist... Ich antworte meinen Leuten immer eigentlich gerne. Ich eigentlich auch. Ich habe es eigentlich jetzt so gemacht, dass ich... Jetzt habe ich Eichenholz gemacht. Aber doch, Eichenholz ist gar nicht so schlecht. Ich habe es jetzt so gemacht, zum Beispiel auf meinem Kanal. Für alle die, die jetzt hier das Video sehen von mir. Leute, ich habe ja jetzt Twitter. Ich habe jetzt Facebook. Google Plus, gut, habe ich natürlich auch. Kann ich leider nichts dran ändern. Wenn ihr wirklich Fragen habt und ihr sagt, boah, ich habe keinen Bock, mein Konto einfach mit Google Plus zu verknüpfen, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, dann schreibt mir über Facebook. Ich habe schon gesagt, ihr braucht die Facebook-Seite nicht liken. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Startseite in Facebook, eure persönliche, dann vollgespammt wird, weil die sehen das ja, wenn sie es geliked haben. Sie sollen mir einfach nur dann praktisch über Facebook schreiben und sollen mir da halt praktisch unter die Videos, da sie ja jetzt immer gepostet werden, vielleicht als Kommentar schreiben, wer kein Facebook hat, vielleicht über Twitter, dass ihr darüber dann das Kommentar ein bisschen so und teilweise halt die Kommentare schreibt, dass es nicht nur über YouTube jetzt möglich ist, weil mir gefällt das System von YouTube mittlerweile. Hey, das neue Kommentarsystem ist auch zum Kotzen, muss man einfach sagen. Komm da nicht zurecht, deswegen habe ich ein Video gemacht, da habe ich jetzt gesagt, sage ich jetzt nochmal hier in Minecraft, weil das im COD war, wo ich das mal erzählt habe. Leute, wenn ihr keinen Bock auf Google Plus zur Verknüpfung habt, hätte ich auch nicht, wenn ich jetzt keinen Kanal hätte, würde ich es auch nicht machen, dann schreibt mir bei Facebook, also ihr braucht nicht liken, einfach nur darüber schreiben, das geht ja auch ohne liken, ihr müsst nur bei euch eben angemeldet sein. Und ja, dann wird eure Startseite auch nicht vollgespammt von dem Zeug, was bei mir täglich gepostet wird. Und ihr könnt mir trotzdem aber schreiben. Also die Möglichkeit habe ich jetzt meinen Leuten halt gegeben, damit, ja, weil das so nicht weitergeht. Das geht einfach nicht. Aber ich muss sagen, es war gar keine so gute Idee von Google zu sagen, ja, wir verbinden jetzt Google Plus mit YouTube. Ich glaube, die haben sich da eine ganze Menge Datenmüll in die Datenbank gehauen. Weil ich muss sagen, ich weiß nicht mal, wie meine Google Plus-Seite aussieht. Ja, ich schon. Ich habe mir da alles Mögliche einstellen müssen. Also, ich habe die auch nicht irgendwie auf meinem Kanal veröffentlicht oder so, sondern es ist da einfach als Datenleiche auf irgendeinem Google-Server. Ja, ich hab's auf meinem Kanal schon verlinkt, Google Plus, weil manche Leute nutzen ja Google Plus und da ja die Abo-Box immer noch nicht funktioniert wirklich, habe ich halt jetzt auch gesagt, okay, dass ich das verlinkt und Google Plus soll das halt automatisch dann auch noch irgendwie veröffentlichen, damit die Leute die Möglichkeit haben, dass sie halt dann darüber vielleicht rechtzeitig die Videos sehen, weil ich habe jetzt schon oft die Nachricht gekriegt, dass das anscheinend nicht funktioniert. Ja, mit gut. Der Abo-Box. Weißt du, sie machen alles neu, das komplette Design, dann machen sie das neu, dann verknüpfen sie Google. Ich kann nicht mal mehr Videos hochladen, weil sie mal mich ausloggt wegen diesem scheiß Google Plus. Ich muss Videos zurückstecken, ich kann jetzt die Seleukiden bei Rom nicht weitermachen, habe ich angekündigt. Werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal aufhören damit, weil ich nicht mehr im Hochladen hinterherkomme, weil ich es eben nicht mehr laufen lassen kann. Und das ist doch, ey, ohne Spaß. Und dann machen sie ein Kommentarsystem neu, dann machen sie das neu, dann machen sie das Design neu, was kein Mensch braucht und will.
Und das Resultat ist, dass die Abo-Box immer noch nicht funktioniert und sie immer mehr Probleme kriegt und sie kriegt es einfach nicht geschissen hin. Also mal ganz im Ernst, was sind wir denn hier? Haben die Leute, die YouTube nutzen, gar kein Recht auf irgendwelche Meinungsäußerungen? Alles, was bemängelt wird, alles, was die Leute schreiben, was sie wollen, wird alles nicht beachtet oder was? Oder wo sind wir jetzt hier? Ja, gut. Ja, ohne Spaß. Ich kann Google verstehen, warum sie das machen. Natürlich ist es nicht schön, aber letztendlich musst du sehen, dass gibt genug Statistiken, die beweisen, dass halt immer mehr auf mobile Geräten gemacht wird, die mobilen Geräte immer mehr im Kommen sind. Ach, genauso wie das mit dem Design. Jetzt musst du dein Banner oben, musst du auf drei verschiedene Designs anpassen. Für die zwei Leute, die über Fernseher YouTube gucken oder was? Das ist sag das nicht. Ich habe mal bei mir in den Analytics geguckt. Bei mir sind das inzwischen über 30% der Views, die über Tablets und mobile Geräte gucken. Ja, Tablets ist ein bisschen was anderes. Ich rede jetzt gerade mal davon über den Fernseher. Ja gut, die Menge ist verschwindend gering, aber... Ja, und deswegen muss man sein Design natürlich auch richtig groß machen, damit es auch... Ich verstehe halt das einfach nicht irgendwie, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen... Das nervt mich persönlich richtig. Vor allem Kommentare waren jetzt das Einzigste. Ach, ich mach... Hä, was muss ich denn? Mach ich denn eigentlich? Eiche? Dichte? Wo so hell ist? Nee, das ist Birke, wo ich brauche. Wir haben auch noch jede Menge Birke hinten auf dem Feld stehen. Ich guck mal, ich tu gerade mal die Dinge hier alles aufbrauchen. Also nur so als Info, ne? Ja, nee, werde ich jetzt zur Not noch hinlaufen. Ich brauch. Ja, Birke ist das, was ich brauche. Obwohl, ich glaube, das hier ist ein bisschen zu groß. Das Windrad muss ja noch hier hin. Ja. Nee, das Kommentare war eben das einzige System, wo man eigentlich mit seiner Community ein bisschen was zusammen machen konnte. Ja. Und das wurde jetzt einfach wieder weggenommen, dadurch, dass einfach jedem, ohne Spaß, in den letzten Monaten habe ich Google Plus Anfragen gekriegt. Ich muss mein Konto immer verknüpfen. Ich habe es immer wieder unterbunden. Ey, ohne Spaß, wie kann man denn einfach nur so nerven? Mann, wenn keiner Google Plus will, mein Gott, dann löscht den Scheiß, Mann. Es gibt Facebook, ist groß genug. Ihr braucht da jetzt nicht so eine Nachahme zu machen, die so billige gestaltet ist und einfach nur echt scheiße unübersichtlich gemacht ist. Aus meiner Sicht, ja, ich komme damit gar nicht zurecht. Creeper, nein! Ja, ich komme damit auch nicht wirklich klar. Und was ich so Banane finde, im Kommentarsystem hatten sie jetzt vor ein paar Monaten so schön eingeführt, dass man die Konversation verfolgen konnte. Sonst musste man sich ja auch immer an Wolf scrollen. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du jemandem geantwortet hattest oder so. Und jetzt konntest du auch klicken, der und der hat auf das und das geantwortet und hast direkt den Kommentar von dem davor angezeigt bekommen. Und das haben sie mit dem neuen System auch wieder komplett rausgenommen, obwohl das super war. Falls du dich erinnerst, was ich meine. Mit dem Scrollen, ich weiß gerade nicht. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn du auf einen Kommentar geantwortet hast, dann wurde ja direkt deine Antwort mit dem ursprünglichen Kommentar verlinkt. Dann hast du ja nur noch auf Antwort geklickt, also auf den Post geklickt und dann stand da ja Antwort auf das und das und dann wurde dir der Post von dem vorherigen direkt angezeigt. Und das ist noch gar nicht so lange drin und das haben sie jetzt wieder komplett rausgenommen. Man hat nicht mehr diese Konversationsstruktur wie in einem Chat. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht, oder vielleicht aufgefallen, ich weiß noch nicht, was du meinst, kann auch gut sein. Ja, aber das ist jetzt... Was brauche ich denn eigentlich hier für ein Müll? Ja, das ist, also ich weiß, in YouTube macht, finde ich, aus meiner Sicht ja Rückschritte, die YouTube, okay, man sagt zwar immer, YouTube ist so groß, da wird keiner rankommen, aber ganz ehrlich, wenn das so weitergeht und YouTuber dann nach und nach keinen Bock einfach mehr drauf haben und einfach mit den Videos aufhören, was hätte dann YouTube noch? Werden zwar nicht alles sein, aber es reicht ja, wenn es, sagen wir mal, 50 große YouTuber, die über 100.000 Abonnenten haben, einfach mal aufhören, das merkt YouTube natürlich dann schon. Ja, natürlich. Und auf was wollen die damit erreichen, dass sie jetzt eigentlich praktisch gegen die Community arbeiten? Weil das Kommentarsystem, das wollte irgendwie keiner. Wer wollte das geändert haben? Wer wollte die Videoantworten weg haben? Wer? YouTube. Wahrscheinlich zu viel Traffic, weil es zu wenig genutzt wird. Aber für die Leute, die es genutzt haben, die sind denen dann scheißegal, weißt du? Tja, so ist das leider. Ich habe es jetzt auch nicht genutzt mit den Videoantworten, aber trotzdem... Aber ich denke, YouTube wird sich trotzdem halten, auch dass niemand wechseln wird, allein von der Tatsache her,
dass viele damit inzwischen ihren Lebensunterhalt verdienen und es sich einfach nicht mehr leisten können, aufzuhören mit YouTube-Videos. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon klar. Ich weiß schon, was du meinst. Handarzt. Weil, kann ich auch nachvollziehen, ich würde auch nicht meine Haupteinkommensquelle... Nee, deswegen sage ich ja diese 50%, ich sage jetzt mal 50 große YouTuber, das sind dann die, wo halt kein Geld damit, oder die halt schon Geld damit verdienen, klar, aber die halt da jetzt nicht davon leben. Das habe ich jetzt gemeint. Ja, ja, gut. Geht mir das Holz. Oder ich sag mal, YouTuber, die gerne jetzt auf ihr Zusatzeinkommen verzichten, glaube ich, sind nicht ganz so viele. Ja, das ist, ich weiß nicht, also das ganze YouTube, also wo ich es kennengelernt habe, wo ich jetzt noch nicht aktiv Videos gemacht habe, wo ich es kennengelernt habe durch Commander Krieger und ja, die ganzen halt eben, die